Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Resident Evil 4 Berserker Mod. Wir fahren mit der Bahn. Wen nennst du hier, Sancho? Da gab es übrigens mal so das Gerücht. Damit sollten wir etwas Zeit gewinnen. Wie war das gleich nochmal genau? Weil hey, Luis eilig, oder? Nennt uns hier ja Sancho. Was noch? Stehst du auf Nervenkitzel? Und Sancho ist scheinbar eine Beleidigung im Spanischen. Ich glaube, für einen verheirateten homosexuellen Mann, der fremdgeht oder irgendwie sowas, ne? Also sehr spezifisch. Und irgendwie hat sich da gerade im englischsprachigen YouTube-Raum so verbreitet unter so Resident Evil Creatern, dass das irgendwie voll ungewöhnlich ist, dass der hier so eine krasse Beleidigung nimmt und sowas, ne? Und dass der Leon hier als irgendwie schwulen, fremdgehenden Mann bezeichnet oder sowas in der Art, bla bla bla. Aber was die anscheinend alle nicht wissen, ist, dass Sancho der Esel von Don Quixote ist. Und er selber ist Don Quixote, wie er schon öfter auch gesagt hat, ne? Und dementsprechend bin ich jetzt der Esel. Das ist der Witz an der Sache. Weil, wisst ihr, verstehe nicht, wie man da... Also, keine Ahnung, aber okay. Ich halte die Esel-Theorie für wahrscheinlicher. Oh mein Gott! Ich glaube, das Ding hat nicht sehr viel Energie und ich stelle mich gerade sehr an. Ich muss mich mal kurz konzentrieren. Ich bin gerade ein bisschen schlecht. Es geht nach rechts! Konzentrieren hilft. Wenn man nicht von Don Quixotes Esel redet, geht's gleich besser. Ich könnte jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr sagen, ob hier großartig was verändert wurde. Bis jetzt wäre es mir nicht aufgefallen. Ich bin mir nicht sicher, ob es das schon immer gab, dass da so ein Sprengfass in so einer Gondel drin ist. Aber könnte sein. Weiß ich jetzt wirklich gar nicht. Ach, guck mal, wir sind schon am Bahnhof, oder? Also zumindest Bahnhof Nummer 1. Das heißt, unsere Gondelenergie wird immerhin quasi aufgefüllt. Träum weiter. Jetzt geht's erst richtig los. Here we go. Bam, 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 bam. Halt! Oh, ich dachte, das war ein Sprengseil. Das war nur eine komische Beleuchtung von der Kante. Hallo. Eleganter Sidestep, den er da gemacht hat in letzter Sekunde. Ich denke mir bei so Spielen wie Resident Evil 4 Remake jetzt immer so, wollen wir wirklich hyperrealistische Grafik? Wollen wir überhaupt, dass Gewaltdarstellung realistisch wird? Ich kann das ganz klar beantworten. Nee, absolut nicht. Solange das, ne, wie hier in Resident Evil 4 ist oder wie in Mortal Kombat, alles so ein bisschen übertrieben, actionalbern und auch einfach nicht echt aussieht, so, ne? Ach ja, ich habe kein Messer mehr. Shit. Finde ich, Gewaltdarstellung hat was Positives für ein Spiel. Das ist Trefferfeedback zum einen, das ist Action, ne? Das ist auch einfach halt, es ist halt einfach auch so Horror auch in gewisser Weise. Und das ist alles fein und schön und gut. Aber wenn wir zum einen die optische Darstellung irgendwann wirklich so hoch drehen, dass die Modelle sehr, sehr realistisch sterben oder kaputt gehen oder verwundet werden. Und wenn man dann noch irgendwie einen sehr realistischen Gewaltdarstellungsstil wählen würde, dann wäre das definitiv was, auf das ich keinen Bock hätte. Oh, da liegt noch irgendwo Pistolenmunition. Nicht, dass die jetzt unbedingt, solange er dabei ist, besonders wertvoll wäre, ne? Aber gut. Warum hat er eigentlich unendlich Munition? Und auch eine Red 9 mit unendlich Munition. Die gibt er uns ja während der Gondelfahrt. Warum eigentlich? Warum,
warum schießt er nicht auch mit seiner Red 9? Und so, ich habe so viele Fragen. Aber gut, okay, jetzt müssen wir erstmal die zweite Gondelpassage hier meistern. Okay, weiter geht's. Nicht nochmal. Aber eine schöne Höhle. Schöne Tropfsteinhöhle. Mit Stalagmiten und Stalaktiten. Ich habe da eine sehr peinliche Eselsbrücke, warum ich mir merken kann, was Stalagmiten und was Stalaktiten sind. Ich sag sie euch, aber ihr dürft mich dafür nicht verurteilen. Weil Stalaktiten hört sich an wie Titten. Und Titten hängen von oben nach unten. Na, ich hab's gesagt, es ist mir peinlich, aber die Eselsbrücke ist halt super. Die funktioniert halt. So kann man sich's merken. Und Stalagmiten dementsprechend stehen dann von unten nach oben. Und gerade weil es so cringe ist, kann man sich das so gut merken, ne? Vergisst man nie wieder. Hat sich jetzt auch in all eure Hirne eingebrannt, glaube ich, für immer. Ich habe es schon ein paar Mal geschafft, den da oben zu sprengen. Es geht. Aber ich weiß nicht, welchen Vorteil das hat, ehrlich gesagt. Vielleicht kommt dann später ein Gegner weniger. Ich muss mal gucken, ob jetzt dann irgendwie ein Sprengfass-Gegner weniger kommt oder so. Keine Ahnung. Oh, come on, ey. Nicht gut. Oh, oh. Da. Gut. Ach was. Das ist irgendwie ein bisschen weird, dass er sagt, hier haben sie die Parasiten ausgegraben. Weil was man da sieht, sieht eher aus wie ein Bau von den Nuvistador. Die Nuvistador sind Experimente, die erst auf Basis von dem Plugger, die ausgegraben wurden, gebaut wurden. Das weckt falsche Assoziationen irgendwie, diese Zeile. So, jetzt kommt eine Passage, die ich im Original sehr nervig finde. Diese Mine mit den Nuvistador überall, da bin ich wirklich kein Fan. Ich bin gespannt, was die hier jetzt draus gemacht haben. In diesem Berserker-Mod. Ich glaube, ich würde behaupten, die Minenfahrt war jetzt so ziemlich 1:1 gleich, ne? Oh, Moment mal, warum kriegen wir hier einen Flammenwerfer? Was? Was? Okay. Okay. Vielleicht ist sie dadurch jetzt ein bisschen weniger nervig. Was? Überhaupt war am Flammen? Was? Was? Okay. Ich bin ein bisschen, ihr merkt es gerade. Was? Jawohl. Okay. Dem Weg außenrum kommen wir auch hin. Na los. Ist das nervig. Ja, aber nee, also meine Kritik vom Vorher, die ich in der vorletzten Folge, glaube ich, geäußert habe,
Ich meine, es ist ein kostenloser Mod. Ich beschwere mich nicht. Ich habe hier keine Ansprüche. Ich habe Spaß. Aber das Dorf ist, finde ich, noch sehr gut durchdacht. Da sind wirklich Gegnerkombinationen auch, wo ich mir gedacht habe, oh wow, die mal zusammenzustecken, das gibt's im Hauptspiel nie. Das ist ziemlich clever und das macht ziemlich viel Spaß. Und da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht. Toll. Und seit wir im Schloss sind, habe ich das Gefühl, es ist eher so ein bisschen zum... Naja, wir werfen jetzt mal irgendwie so viel Gegner wie möglich einfach auf einen Haufen und schauen, was passiert, so eskaliert, ne? Ja. Aber hey, es fühlt sich immer noch trotzdem ein bisschen frisch an, weil man die Orte kennt, aber man weiß trotzdem nie so genau, was einem jetzt eigentlich gleich erwarten wird. Zum Beispiel ein Flammenwerfer. Und, ich schätze mal Flammenwerfermunition. Ach ja, scheiße, ich habe kein Messer mehr. Ja gut, ich kann die eh umkicken, aber trotzdem. Messer wäre jetzt auch so ganz gut. Eieieiei. Okay. Autschi. Aber wir haben zum Glück mittlerweile ja schon wieder ein bisschen Heilung. Oh, shit. Ja. Ich bin kein Fan vom Flammenwerfer. Leider. Dass Flammenwerfer in Videospielen immer so lächerlich wenig Reichweite haben. Im Endeffekt funktionieren die halt wie ein Wasserschlauch oder sowas, ne? Wie. Also die könnten doch wenigstens. Aber ja, okay. Moment mal, ist das normal, dass hier so ein Oh, das ist nicht normal. Nee, okay. Das ist alles nicht normal hier. Ach du Scheiße. Was zur Hölle? Das wird laufen. Ich bin jetzt hier, glaube ich, irgendwie in einer blöden Situation. Ich habe das Gefühl, wir sterben jetzt hier, weil ich hier nicht mehr rauskomme. Ich bin in die Ecke gedrängt. Kein Weg mehr vorbei. Leute, ich stecke hier halt einfach fest. Das ist kein Fun gerade. F steht für Freunde, die was unternehmen. U steht für unfaire Situationen. Ja, ich komme da halt nicht mehr vorbei, egal was ich mache. Das heißt, leider sterbe ich jetzt halt einfach, ne? Ja, das war jetzt ein bisschen doof, dass die mich hier so eingezwängt haben.
Naja, ich mochte die Stelle noch nie. Und jetzt ist sie noch schlimmer geworden. Danke. Das habe ich gebraucht. Das ist ein Spaß. Den Weg außenrum kommen wir auch hin. Na los. Ich bin so vorsichtig vorgegangen, ne? So vorsichtig. Aber leider kommen die alle von überall. Hä? Habe ich den in der Realität schon getötet? Ah nee, der spawnt tatsächlich jetzt erst. Oder bin ich komplett blind und habe den vorher nicht gesehen? Ja, ja. Ich glaube, ich heb mir den Flammenwerfer dann mal auf für U3. Langsam habe ich genug. Ich auch, Leon, ich auch. Ich habe auch langsam genug hier. Geht doch. Wie wär's mit weniger Reden und mehr Schießen? Wer redet denn? Niemand redet. Autsch. Okay, das sind jetzt mal bessere Voraussetzungen, die wir hier jetzt schon mal geschaffen haben, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob der Flammenwerfer, der geht, weißt du, der wird so schnell leer. Das kommt mir voll komisch vor, als ob das ein Bug wäre. Die riesige Käferschar hätte es nicht noch zusätzlich gebraucht wegen mir. Aber vor allem habe ich jetzt kein Messer gelootet diesmal. Ach shit, come on. Dann sind die auch noch tatsächlich gefährlich. Aber finde ich schön, dass Leon jetzt wieder gegen U3 kämpfen darf in dem Mod. Die KI ist auch nicht für die Räumlichkeiten hier gemacht, wie wir gerade gemerkt haben. Ne, der war jetzt ein bisschen festgefahren, das ist ganz nett. Blöd ist nur, dass mir jetzt schon langsam die Munition ausgeht. Ich hab gleich nichts mehr.
Aus dem Weg! Ich glaube, ich habe ihn aus der Existenz gekickt. So, und jetzt kommen die Stampfer, die es normalerweise bei Leon ja auch nicht gibt, ne? Nice. Ich habe den gerade so aus der Existenz geroundhouse-kickt. Der ist einfach in ein anderes Universum geblasen worden durch die Kraft des Kicks. Ich habe den Raum gekrümmt. Und ein neues Universum geschaffen. Into the Netherrealm. Ah, ich habe wieder ein Messer. Gut. Jetzt glitschen die aber gerade gerne rum, ne? Alle miteinander. So. Oh, Stress. Ich habe jetzt echt Schiss, dass ich noch schnell irgendwo hier blöd zerquetscht werde von so einem Ding. Weil, dann muss ich nochmal wahrscheinlich den Kampf machen oder so. Muss jetzt nicht. Wegen mir. Okay. Hey, aber ist das jetzt okay, dass der sich irgendwie aufgelöst hat? Der U3? Hätte der Loot droppen sollen oder so? Kommt der wieder oder ist jetzt tot? Willkommen. Oh, was kann ich dir Gutes? Geh sorgfältig damit um, okay? So, Goldplättchen kann er haben, Krone kann er haben. Und die Weinkanne werden wir auch gleich noch bestücken. Und dann sind wir schon ein bisschen reich, ne? Ein bisschen reich. Ich glaube, zwei verschiedene ist immer noch besser als zwei gleiche, oder? Ne, zwei gleiche ist besser. Okay. Ich glaube, da ist die Krone eben so eine Anomalie, ne? Die wird dann irgendwie mit allem einzelnen wertvoller. Ansonsten ist, glaube ich, alles mit einer Farbe wertvoller, wenn ich mich recht erinnere. Flamethrower hat ein komisches Symbol auch irgendwie, ne? Gut. Ach, ich habe einen Raketenwerfer? Seit wann? Da hätte ich mir einige Kämpfe jetzt vereinfachen können, ne? Aber ist ja cool. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Ist ja eh gut, dass ich das jetzt alles ohne Raketenwerfer geschafft habe, weil das heißt, ich habe den noch für später. Ich weiß auch schon, für was ich mir den aufhebe, ehrlich gesagt. Ein gewisser Herr Salazar wartet noch auf uns. Und den finde ich schon normalerweise echt schlimm. Den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Muss ich nicht unbedingt jetzt noch haben. Was Künstlerisches, nicht wahr? Okay, Leute. Yes, wir machen uns eine absolute Bosskiller-Waffe. Bam! Guckt euch das mal an. 27 Angriffskraft mal 1,5. Das heißt, wir sind so bei 40 sowas. Über. Wenn du auch nur den Hauch einer Chance haben willst, solltest cool. Du über das Tunen nachdenken. Langsam. Und die Schrotflinte powern wir auch noch ein bisschen hoch. Bist du beeindruckt? Bei dem handwerklichen Geschick ist das kein Wunder. Komm jederzeit wieder. Bist du deppert? Okay, Leute, machen wir für heute Schluss. Ich habe ein bisschen Angst, was jetzt passiert, wenn wir da wieder rausgehen. Ich weiß schon, was in der nächsten Cutscene passiert. Immer wieder ein trauriger Moment, gerade im Remake, wo Luis wirklich so sympathisch ist. Aber da müssen wir wohl leider durch. Bin sehr gespannt, ob sie den Krauser-Bosskampf, den ersten, auch ein bisschen verändert haben in dem Mod. Schauen wir mal. Auf jeden Fall erstmal vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wie immer.
Tschüss.